mal wieder so weit. Es ist leichter Lebenszeit. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Und es hat sich heute für Sie wieder ganz besonders gelohnt einzuschalten. Denn wir stellen Ihnen mal etwas vor, von dem Sie vielleicht noch gar nichts gehört haben. Woloho, so ist der Name einer Internetplattform, die Reza Memari gegründet hat. Und da geht es um ein wunderbares Thema, nämlich um das Thema Nächstenhilfe. Ihr wollt mit dieser Plattform erreichen, dass die Anonymität der Großstädte ein bisschen durchbrochen wird, dass man in die Kommunikation miteinander geht und sich wirklich auch helfen kann. Wie das Ganze funktioniert, das wirst du uns gleich im Laufe der Sendung noch erklären. Außerdem ist sie wieder da, nämlich aus Österreich, unser charmanter Schambolzen Gabriele Iasetta mit ihrem intelligenten Schmuck. Was sie heute wieder dabei hat, das verrät sie Ihnen auch gleich. Und wir begrüßen später noch Michael Allgeier via Skype und der will mal einen Blick aufs Jahr 2017 werfen, was so alles auf uns zukommen wird. Also eine schöne, spannende Stunde, die wir für Sie vorbereitet haben. Aber jetzt widmen wir uns erstmal einem richtig spannenden Thema, denn Reza Memari, der hat eine Internetseite gegründet, Woloho. Das ist der Name. Woloho. Genau. Ja. Im Grunde klingt er ein bisschen verrückt erstmal, aber es ist eigentlich alles drinnen, worum es geht. Ne? Was bedeutet Woloho? Woloho steht für Work, Love und Home, also Arbeit, Liebe und Zuhause. Drei Grundfesten des Lebens in einer... einfach mal so auf den Punkt gebracht. Ne? Ja. Es geht um Nächstenhilfe. Also was ist Woloho? Was bezweckt ihr? Was wollt ihr? An sich auf den Punkt gebracht ist es Kleinanzeigen, die man per E-Mail bekommt. Also man kann bei uns E-Mails auf unsere Webseite gehen und dort eine Anzeige inserieren. Die wird von uns gesammelt. Alle Anzeigen werden dann zusammengestellt und in einem Newsletter einmal in der Woche versendet. Genau, aber es gibt drei Stützpfeiler, ja. Das heißt, genau. Man kann sich entscheiden, für welchen Stützpfeiler man Hilfe vielleicht benötigt. Genau. Ist es der Job, ist es die Liebe oder ist es der Wohnbereich? Genau, im Workletter, im sogenannten Workletter, der für Jobs ist und für Büroplätze, der wird am Montag versendet immer, können die Firmen Stellenanzeigen oder die Büros Büroplätze anbieten. Mittwochs ist dann der Loveletter dran. Das ist eine ziemlich bunte Mischung. Da sind Liebesbriefe dabei, Flohmarktangebote, Massage, Therapieangebote, wo man dann auch sehr oft einen Rabatt bekommt oder irgendeine Vergünstigung, Meditationsgruppen. Ganz viel gegenseitige Hilfe ist mit dabei, Sprachtandems oder ich koche dir was, dafür hängst du mir Bilder auf. Alle möglichen Sachen, die halt sich Menschen ausdenken, wo sie um Hilfe rufen. Ein Geben und oder Nehmen Hilfe sozusagen, anbieten. Ja? Genau. Mhm. Auch Geschenke sind ganz viel dabei. Keine Ahnung, ich habe 10 Jeans, die mir nicht mehr passen. Wer möchte sie abholen? Also solche Sachen. Und am Freitag ist dann der Homeletter dran, also für Wohnungen, wo dann egal was, alle möglichen Wohnungen, Wohnangebote, also seien sie jetzt langfristig oder auch kurzfristig oder auch Tausch. Ganz oft werden auch Wohnungen getauscht, was ziemlich cool ist, keine Ahnung, die eine Beziehung ist gerade leider in die Brüche gegangen, jetzt ist die Wohnung zu groß, sie würde aber gerne im gleichen Kiez bleiben. Andere und, Familie hat ein Baby hat bekommen, ein Baby sucht bekommen, eine große Wohnung. Genau. Und so wird dann getauscht und das passiert dann einfach auf einem angenehmeren Weg, als wenn man das erst nochmal auf eine der normalen Plattformen setzt oder an einen Makler gibt womöglich und dann die Miete sehr wahrscheinlich dadurch auch gleich mal erhöht wird. Und wir wollen einfach versuchen, dass das unter uns passiert. Okay. Ich habe vorhin die Großstädte angesprochen, in denen man ja doch sehr anonym teilweise miteinander umgeht. In welchen Großstädten ist Woloho denn zu erreichen? Also angefangen hat es in Berlin und dann haben wir es erweitert auf München, Hamburg und Köln-Düsseldorf. Und dann jetzt im nächsten Schritt dann auf Leipzig, Stuttgart und Frankfurt. Das heißt, ihr probiert natürlich im Grunde genommen dann Deutschland abzudecken und zu sagen, okay, wir wollen diese Nächstenhilfe überall anbieten. Genau. Für wen ist es denn? Jeder, der Hilfe braucht, sage ich immer. Also es gibt eigentlich keine direkte Zielgruppe. Es scheint die jüngeren Leute in Anführungsstriche, also man muss 18 sein, um mitzumachen, aber alles zwischen 18 und 75 ist bei uns dabei, würde ich jetzt mal sagen. Das merkt man anhand der Anzeigen, weil die Leute sehr, auch von uns aufgefordert werden, sehr persönlich und offen
zu schreiben. Also diese Texte sind einfach immer sehr, sehr süß. Ja, ich finde ja Kleinanzeigen eh super. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause geht, aber früher, wenn man so Stadtanzeiger oder sonst irgendwas bekommen hat, man hat gerne diese Kleinanzeigen gelesen, ja. Und zwar in allen Bereichen, ja. Weil man einfach sich informieren konnte, wie teuer ist der Wohnungsmarkt gerade, ja. Ist da überhaupt ein Angebot da, wie sieht es in der Liebe aus, wie sieht es vielleicht in partnerschaftlichen Beziehungen aus oder wer hat was zu verschenken, wer hat was zu vergeben. Und das ist jetzt im Grunde genommen schon zusammengefasst eben in diesen drei Bereichen, die so Stützen des Lebens ja auch sind. Und dadurch, dass es halt auch eine E-Mail ist und eine Community, der man erstmal beitreten muss, indem man, also kostenlos beitreten muss, indem man die Listen abonniert, die Newsletter, bleibt es sozusagen eine Familie. Also es ist nicht ein öffentlicher Letter, den man im Internet einfach sich abrufen kann. Also man muss sich einen Schritt machen auf diese Community zu und dadurch bleibt es relativ, sage ich mal, im Kleinen. Mhm. Und wir Menschen sind ja auch in den letzten Jahren gezwungenermaßen ja nicht mehr ganz so gesettelt wie früher. Das heißt, wir müssen leichter mal umziehen, wir müssen manchmal auch jobmäßig eher die Städte mal wechseln. Absolut. Und dann ist so ein Neustart natürlich in der Stadt auch manchmal schwierig, aber da ist ja Wolohu dann genau die richtige Plattform, um zu sagen, okay, man möchte vielleicht Kontakte finden, man sucht vielleicht einen neuen Job und man möchte im Bereich Wohnung sich vielleicht auch nochmal etablieren. Dann hat man im Grunde genommen wirklich auf einer Seite all diese drei Thematiken abgedeckt und kann sich ja richtig schlau machen. Absolut. Ich möchte aber auch dazu sagen, deswegen auch Nächstenhilfe, dass das schon auch damit auch abhängig davon ist, dass die Leute mitmachen, indem sie Inserate einsenden. Also das heißt einfach nur darauf zu warten, dass irgendeine Anzeige kommt, bedeutet auch immer für mich, gib Energie rein, damit du Energie rauskriegst. Das heißt, ich versuche immer auch die Leute dazu zu animieren, die Ohren offen zu halten, dass wenn jemand bei einem Abendessen sagt, hat jemand, ich suche einen Nachmieter, dass diese Person dann sagt, schreibt es doch mal in den Wolohu Home Letter, damit die ganze Gemeinschaft davon zehren kann. Also ich finde auch immer, dass die Leute nicht nur den Letter empfangen sollten, sondern auch gerne einfach mitmachen, inserieren, was auch immer gerade an Angeboten da ist, einfach in dieser Community preisgeben. Wie viele Abonnenten habt ihr denn mittlerweile? Kann man das so sagen? Ja, wir sind ganz stolz. Gerade habe ich es abgerufen. 34.346. Okay, also wir sind über 80 Millionen Deutsche. Das heißt, da fehlen noch ein paar, die im Grunde genommen noch mal auf eure Internetseite schauen sollten. Du hast gerade gesagt, das ganze Angebot ist kostenlos. Jetzt steht natürlich das Thema Finanzierung. Stelle ich mir die Frage, wie macht ihr das? Darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Denn über die ein oder andere Unterstützung, glaube ich, freut ihr euch auch. Ihr seid ein junges Start-up-Unternehmen, das kann man schon so sagen. Und da gibt es ja tolle Möglichkeiten, wirklich auch so gute Ideen zu unterstützen. Wie man euch unterstützt, kann. Darüber reden wir gleich. Jetzt haben wir wieder etwas für Sie. Da geht es auch um Unterstützung in Form eines guten Buches. Denn vielleicht sind Sie spirituell, aber fühlen sich gerade ein klein wenig ausgebrannt. Dann können Sie hier dieses wunderbare Buch mit vielen guten Ratschlägen natürlich gewinnen. Und Sie wissen doch eh, wie es geht, oder? Ganz genau. Sie müssen eine Telefonnummer wählen, auf unseren Anrufbeantworter sprechen und folgende Frage beantworten. Heute wollen wir von Ihnen wissen, wie heißt der Newsletter von Reza Memari? Ist es Letter to Go oder Wolohu? Stichwort ist Newsletter und die richtige Antwort, die sprechen Sie uns bitte unter der 01379881404 aus Deutschland auf den Anrufbeantworter. Sie können natürlich auch aus Österreich und der Schweiz mitmachen unter der 09010090. Bitte schön, hört man mich nicht mehr? Mir ist gerade das Mikrofon aus der Tasche gepurzelt. So was passiert. Hört man mich? Intelligenter Schmuck wird Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Wird mir quasi der Ton abgedreht, oder? Also,
Unverschämtheit, also ihr jungen Männer in der Regie. Intelligenter Schmuck mit Gabriele Iasetta. Du hast heute wieder etwas ganz Schönes dabei, denn da geht es um Wünsche, um Wunscherfüllung auf eine etwas andere Art, nämlich kombiniert wirklich mit einem deiner absoluten Prachtstücke. Ich sage ja immer, es ist das Fabergé-Ei, weil es genauso elegant aussieht. Genau, denn Anfang des Jahres, da stehen die Wünsche sozusagen für das Jahr 2017. Da hat man sich viel vorgenommen und man möchte natürlich auch, dass das Jahr ganz besonders gut wird. Und deswegen habe ich natürlich schon am Montag die Wunscherfüllungskette vorgestellt und möchte Ihnen hier noch ein weiteres Produkt vorstellen, die Wunschkugel. Die arbeitet natürlich auch mit der Kraft der Steine, die für die Wunscherfüllung zuständig sind, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Denn ich muss einmal ganz kurz erklären und dann übergebe ich natürlich sofort wieder an dich, aber damit unsere Zuschauer auch wissen, was sie heute bekommen können. Natürlich wieder tolle Produkte zu sensationellen Preisen und es geht um mehrere Auswahlmöglichkeiten. Denn Sie haben die Möglichkeit, die Wunschkugel entweder in groß oder in klein zu bestellen. Das heißt, die kleine Wunschkugel, wie wir sie hier sehen, da passen zwei der Heilsteine, über die du gleich noch reden wirst, hinein und die ist bei einem phänomenalen Preis von 69 Euro. Ja? Dann kann man sich aber auch für die große Wunschkugel entscheiden. Die liegt anstelle von 99 Euro bei 88 Euro und Sie haben sogar noch mal eine Entscheidungsmöglichkeit. Sie können nämlich eine Farbe auswählen. Entweder entscheiden Sie sich für klassisch Silber. Ich finde die silberne, die sieht so edel und elegant aus. Aber vielleicht ist man eher der Goldtyp oder man steht auf die Modefarbe schlechthin, gerade Rosé-Gold. Mhm. Auch da kann man sich entscheiden. Also das ist für Sie die einzige Sache, über die Sie nachdenken müssen. Genau. Die Wirkung ist bei allen ja die gleiche. Genau, das ist die eine, ist die optische Entscheidung und das andere ist natürlich die Wirkung und die ist großartig bei dieser Kette, denn Steine sind für Wunscherfüllungen auch zuständig. Nicht nur für verschiedene Themen des Lebens, sondern es gibt auch Steine, die für Wunscherfüllung zuständig sind. Und die habe ich hier wirklich eine 10-fach-Variante sozusagen ausgesucht, damit Ihre Wünsche in diesem Jahr in Erfüllung gehen. Und das macht es, diese Sie werden sich denken, das ist doch Edelstahl, wo sind denn hier die Steine sozusagen? Aber hier hinein kann man die Steinchen geben und die arbeiten nach einem ganz besonderen Prinzip, nämlich nach dem Piezo-Effekt. Das heißt, wenn sich Steine frei in dieser Kugel bewegen dürfen und sie stoßen aneinander, dann wird dadurch der Piezo-Effekt ausgelöst. Denn immer beim Zusammenstoßen der Steine wird sozusagen der Herzschlag des Steins erweckt. Und Steine haben einen Herzschlag, wenn man sie sozusagen ein bisschen einen Anstupser gibt. Und das weiß man wahrscheinlich unbewusst nur deswegen, weil jeder von uns hat schon mal von einer Quarzuhr gehört. Ich habe früher immer irgendwann welche Flüssigkeiten bei Quarz gedacht, aber ein Quarzuhr, da liegt natürlich auch ein Quarzstein drinnen und zwar ein Bergkristall und der wird auch einmal angestupst und dann läuft die Zeit, dann kann er die Zeit sozusagen so gleichmäßig darstellen durch seinen Herzschlag, wird eben die Zeit dargestellt und genau diesen Herzschlag, diesen Impuls dieser Steine, den erwecken wir hier bei den Wunschkugeln und da gibt es eben die verschiedensten Themen, sind schon im Grundset sozusagen dabei. Und zwar, man muss einmal den Bergkristall mit den Rosenquarz gemeinsam, nicht mit den Rosenquarz, mit den Zitrin zum Beispiel hineingeben. Und dann werden alle Wunscherfüllungen für den Erfolg zusammengebracht. Also das heißt, dann pochen die Herzen der beiden Steine, sind beides Quarzsteine, so stark, dass alle Themen, die zum Thema dieses Jahr werden, zum Thema Erfolg, zum Thema, wo man zum Beispiel seinen Weg hingehen möchte zum Erfolg und zum Reichtum, das wird damit angeregt und die beiden Herzchen sozusagen der Steine, die pulsieren dafür, dass ihre Wünsche zum Thema Erfolg und Reichtum in Erfüllung gehen. Dann gibt es aber, man kann auch die Kombination Bergkristall und Rosenquarz hineingeben. Und da geht es um die Liebe natürlich, denn der Rosenquarz steht für die Liebe. Und wenn man Bergkristall und Rosenquarz hineingibt, dann gehen die Energien in die Wunscherfüllung hinein zum Thema eben der Liebesenergien. Und
Das gibt es natürlich auch noch für die Vitalität. Da gibt man den Bergkristall und den Jadestein. Der ist, wenn man in Heilsteinebüchern nachliest, der Jadestein, der steht schon seit Jahrtausenden für die Gesundheit und für die Vitalität. Und da arbeiten die beiden Herzchen der Steine sozusagen dafür, dass das in die Wunscherfüllung geht. Das ist das Grundsatz. Aber was Sie hier bekommen, ist im Grunde genommen noch ein tolles Geschenk. Und das kostet normalerweise auch 19 Euro. Genau, nämlich das sind das die zusätzlichen Steine. Auch drei Lebenssituationen, die abgedeckt werden. Und da sind diese Steine auch wirklich eine tolle Kombination. Wenn Sie sich mit Steinen vielleicht noch nicht so gut auskennen, dann bekommen Sie, und das finde ich immer so schön an deinen Produkten, noch so eine kleine, man kann fast schon sagen, ein Heilsteinbuch dazu geliefert. Lektüre. Genau, eine kleine Lektüre. Da wird nämlich jeder Stein noch mal ganz genau erklärt, für was er denn steht. Und hier geht es auch noch mal um drei tolle Säulen des Lebens, nämlich um die Lebensfreude. Es geht um die Energie und es geht um den Schutz. Und da gibt es das Zusatzset quasi heute auch noch on top geschenkt im Wert von 19 Euro. Und gucken Sie sich diesen schmalen Taler überhaupt mal an, die große Wunschkugel. Anstelle von 99 Euro für 88 Euro. Und die kleine Wunschkugel, die ist einfach auch besonders zart, aber auch besonders zart vom Preis. 69 Euro. Genau. Und da möchte ich Ihnen eben auch wirklich dieses Angebot machen, denn jetzt steht das Jahr 2017, das Sonnenjahr, vor unserer Tür. Es beginnt ja erst im März, das Sonnenjahr. Und da sollte man sich schon wirklich gut vorbereiten, damit man da gut hineingeht, damit man dieses Jahr wirklich in den Erfolg hat. Denn auch die Sonne bietet uns viele Möglichkeiten im Sonnenjahr. Aber trotzdem muss man immer etwas tun, etwas verändern, sich die Unterstützung holen. Und dafür mache ich Schmuck für Sie, der eben wirklich ein wunderschöner Schmuck ist, aber hochenergetisch und Sie in eine Schwingung bringt. Und hier in diesem Fall ist es wirklich, dass Ihre Wünsche im Jahr 2017 in Erfüllung gehen. Ja, und er sieht toll aus, er sieht edel aus. Es ist ein ganz außergewöhnliches Schmuckstück. Das heißt, es ist spiritueller Schmuck, aber nicht sofort erkennbar als spiritueller Schmuck. Sondern er ist edel, er ist schick, er kleidet sie, er schmückt sie. Und das soll ja Schmuck auch tun. Aber er soll auch jemanden stärken, denn dafür war ja Schmuck ursprünglich eigentlich geplant. Genau. Und mit diesem Schmuck, da bekommen Sie Ihre tägliche Stärkung hinein. Und ich sage auch immer, das ist auch wieder so ein Schmuckstück von dir, wo man so jeden Tag vielleicht sogar auch seinen persönlichen Stein ziehen kann, wie so eine Tageskarte, und guckt, was brauche ich vielleicht heute ganz besonders? Brauche ich heute vielleicht den Rosenquarz, weil ich in Sachen Liebe unterwegs bin? Ja. Brauche ich vielleicht doch ein bisschen mehr Vitalität oder brauche ich ein bisschen mehr Erfolg, ein bisschen mehr Reichtum? Dann ist der Zitrin natürlich der richtige. Genau. Oder fehlt es mir an Lebensfreude oder brauche ich Energie oder möchte ich mich wirklich schützen? All diese Themen sind abgedeckt. Was ich noch zu der Schönheit sagen möchte, ist, dass es, also alleine die Kette hat 80 cm und ist lückenlos verstellbar. Das heißt, Sie können das auch so verstellen, zum Beispiel, dass Sie es ganz knapp am Hals tragen. Also es ist wirklich eine tolle Kette, eine lückenlos verstellbare Kette, was natürlich optisch variantenreich einzusetzen ist. Jetzt sieht man außen auf dieser Kette, die heißt nicht umsonst, gibt es auch einzeln zu kaufen, um 79 Euro, allerdings nur in Silber. Und da ist außen drauf ein Amethyststein, ein ganz ein dunkler. Und der hat auch seinen Sinn, denn der heißt nicht umsonst Transformationskette, denn der Amethyst, der sorgt dafür, wenn irgendwelche Blockaden, dass wir eben nicht in den Erfolg kommen, nicht den Partner finden, nicht in unserer Vitalität sind, wenn wir sehr ängstlich sind, wenn wir energielos sind oder sehr freudlos sind, dann sind in uns Speicherungen, die sich in unseren Zellen gespeichert haben. Und der Amethyst steht dafür, diese negativen Speicherungen, diese belastenden Speicherungen aufzuheben. Und damit das passiert, ist eben auch noch der Amethyst, aber eben extra auf der Kette, damit da unsere Zellen gereinigt werden, in eine positive Schwingung kommen. Und dann können die kleinen Herzsteinchen, so nenne ich sie mal, weil es ist ja ihr Herzschlag, ihre Arbeit für sie tun und wirklich arbeiten, dass ihre Wünsche dieses Jahr in Erfüllung gehen. Und ich sage immer, heute, jetzt ist der Moment, der erste Moment, die erste Sekunde vom Rest ihres Lebens. Und
Wollen Sie so weiter tun? Warten, dass irgendjemand Ihre Wünsche erfüllt? Oder sagen Sie, da möchte ich mir jetzt wirklich Unterstützung holen? Und da haben Sie ein wunderschönes Schmuckstück, was Sie wirklich unterstützt mit der Kraft der Steine. Und Sie können sofort zum Telefonhörer greifen, denn das Callcenter freut sich über jeden Anruf. Und Sie können sich über die tollen Preise freuen. Ich sag's noch einmal, 69 Euro für die kleine Wunschkugel, die große Wunschkugel. Auch heute zu einem ganz besonderen Schnäppchenpreis. 88 Euro. Und Sie bekommen ja auch noch das Zusatzset im Wert von 19 Euro. Einfach mal umsonst dazu, das heißt als kleines Geschenk. Also bestellen Sie, haben Sie ganz viel Spaß damit, denn es ist ein tolles Schmuckstück, es ist eine tolle Qualität, wie wir es von dir kennen. Und deswegen freue ich mich, verraten zu dürfen, dass du heute um 17 Uhr wieder für unsere Zuschauer da bist mit anderen. Heute das letzte Mal für dieses Monat schon um 17 Uhr. Um 17 Uhr, genau, das letzte Mal um 17 Uhr, Gabriele Iasetta, sollten Sie auf gar keinen Fall verpassen. Also einschalten, bis dahin sagen wir Bussi. Baba. Intelligenter Schmuck wurde Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Intelligenter Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Wohulu, eine neue Internetseite, obwohl so neu ist sie ja gar nicht. Ne? Also ihr arbeitet schon seit ein paar Jahren eigentlich dran. 2012, glaube ich, habt ihr es gegründet. Genau, oder? 2013 ging es dann los. Aber es ist auch schon viel passiert. Das heißt, jetzt geht es wirklich auch ein bisschen darum, Menschen anzusprechen, Menschen auf eure Seite zu holen, die vielleicht Hilfe brauchen. Denn es geht um Nächstenhilfe. Es geht um Nächstenhilfe auf drei Säulen des Lebens im Grunde genommen basierend, nämlich auf Wohnung, auf Job und auf Kommunikation, Liebe, Nächstenliebe, dass man sich wirklich austauschen kann. Denn der Austausch findet einfach wahrscheinlich im normalen Leben viel zu selten statt, ne, heutzutage. Ja, also angefangen hat das ja alles bei mir auch genau dadurch, dass ich ganz viele Freunde hatte, die plötzlich eine Wohnung hatten, frei hatten und mich gefragt haben, ob ich jemanden kennen würde, der die Wohnung übernehmen möchte. Und ich habe dann angefangen, per Hand einfach eine E-Mail zu schreiben an meinen gesamten Freundeskreis. Hallo, ich habe diese 5 Wohnungen von verschiedenen Freunden. Wer braucht gerade eine Wohnung? Mhm. Und mit dieser einen E-Mail, das ist allerdings schon vor 10 Jahren oder so, ging es los. Es wurden immer mehr Freunde, haben sich bei mir gemeldet, um ihre Wohnungsangebote irgendwie mir zu schicken. Und dabei wusstest du gar nicht, dass du Immobilienmakler nebenbei bist, oder? Du bist Ahnung. Filmemacher eigentlich im wahren Leben. Genau, ich bin eigentlich Filmemacher, aber habe halt einen ziemlich großen Bekannten- und Freundeskreis. Mhm. Und habe damals Abendessen gegeben, regelmäßige Salons sozusagen bei mir gemacht und dadurch einfach einen sehr großen Bekanntenkreis gehabt. Und die wollten sozusagen, dass ich diese Wohnungen über meinen Bekanntenkreis verbreite. Was wir heutzutage natürlich auch ganz oft über Facebook kennen. Das heißt, auch da gibt es immer mehr von solchen Anzeigen, die schreiben, hier, kennt ihr jemanden, habt ihr jemanden. Genau. Aber wenn man es wirklich auf einer Plattform kombiniert findet, dann hat man natürlich eine viel größere Auswahl. Also so kann man vielleicht eine Wohnung vermieten, aber für Interessenten oder für diejenigen, die auch die Wohnung gerne loswerden möchten, die haben natürlich ein ganz anderes Potenzial dann an Menschen, die es sehen können. Und es bleibt einfach innerhalb der Community und die Leute sollen ja auch übrigens die Anzeigen nehmen und auch an ihre Freunde oder auf Facebook setzen. Mhm. Ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, je mehr Leute, also mir geht es immer darum, Hauptsache man kann einander helfen und wenn es irgendwie zum Ziel führt, super. Für dich war das auch Nächstenhilfe für viele andere, sowas zu gründen dann, nämlich so eine Seite ins Leben zu rufen, die, und das hast du ja gerade gesagt, in erster Linie gar nichts kostet. Das heißt, man kann wirklich erstmal den Nutzen haben, aber jetzt stelle ich mir natürlich schon die Frage, wie finanziert ihr euch? Denn es ist vielleicht ein schönes Hobby, sowas
ja, irgendwie zu machen, aber so von nur Luft und Liebe und nur Arbeit reinstecken ist ja auch manchmal ein bisschen... Ja, also, als ich angefangen habe, war das tatsächlich eine komplette kostenlose Aktion. Da habe ich das einfach nur an Freunde verschickt. Der Verteiler wurde dann immer größer. Es wurden 10.000 Leute, denen ich per Hand eine E-Mail verschickt habe, einmal in der Woche. Irgendwann wurde mir das dann zu viel Arbeit. Und auch meine Filmkarriere wurde immer größer und ich musste dann einfach irgendwie das ein bisschen auf sicherere Beine stellen und habe dann die Firma gegründet, Voloho. Und dann war natürlich die Frage, wie verdienen wir jetzt unser Geld? Und ich habe dann eigentlich den Weg gefunden, dass ich gesagt habe, dass die Firmen, Unternehmen, die ihre Stellenanzeigen bei uns veröffentlichen und gewerbetreibende Büros, die ihre Office Spaces bei uns bewerben, dass die einen ganz kleinen Beitrag zahlen, damit die Seite an sich sozusagen auf Selbstkostenbasis am Leben erhalten bleiben kann. Und bisher muss ich sagen, Klopf auf Holz, hat das super, super funktioniert. Das bitte. Ist das auch? Ja, okay. Und es hat super funktioniert. Es machen immer mehr Firmen auch mit. Ich glaube, dadurch, dass es eben bei uns eine sehr interessante, gute Mischung ist an Menschen, finden auch die Unternehmen sehr tolle Bewerber. Das kriegen wir immer wieder auch mit, dass wir anders als bei großen Plattformen, wo die Anzeige einfach irgendwo im Internet liegt und darauf wartet, angesehen zu werden, gehen unsere Letter ja an die Leute raus. Es ist bestimmt auch mal ein anderer Stellenmarkt auch als der, den man so herkömmlich kennt, sondern es ist wahrscheinlich sehr viel Kreativität, also Jobs zum Beispiel, wo man wirklich sagt, ja, da macht es eigentlich mal Sinn, dass man bei Voloho alleine vielleicht da mal vorbeiguckt und guckt, was ist eigentlich alles gerade so auf dem Markt. Viele Firmen stellen sogar ihre Anzeigen nur noch bei uns in die Letter, in den Workletter, weil sie einfach wissen, dass sie bei uns sofort innerhalb von einer Woche denjenigen oder diejenige gefunden haben, die genau auf die Stelle passt. Es ist wirklich so, dass ihr auch unglaublich positive Resonanz bekommt. Also es gibt ja so Umfragen, dass man wirklich sagt, also wie verbreitet sich natürlich auch diese Seite? Da ist viel Mundpropaganda, weil viele Menschen sich weiterempfehlen. Viele wirklich sagen, ich habe dadurch einen Job gefunden, ich habe dadurch 55 Prozent sozusagen der Liebenden habt ihr schon untereinander verkuppelt. Die sind vielleicht gar nicht auf die Suche gegangen, aber haben über eine Kleinanzeige irgendwie dann doch was rauslesen können, dass man gesagt hat, da nehme ich jetzt mal Kontakt auf. Ja, und auch der Wohnungsmarkt, also Immobilienmakler, ist nicht ganz so verkehrt eigentlich. Naja, also wir kriegen immer wieder ganz süße E-Mails von Leuten, die gesagt haben, ich wollte eigentlich nur ein Sprachtandem, aber ich habe dadurch die Liebe meines Lebens kennengelernt. Oder wir wollten einen Wohnungstausch machen und sind jetzt die besten Freunde. Oder ich habe einen Job gesucht. Ich kam gerade aus Portugal nach Berlin und ich habe innerhalb von einer Woche meinen Job gefunden. Ja, das was sind ich auch super wirklich. Sachen. Ja, und es macht ja auch Spaß, solche Kontaktanzeigen vielleicht mal zu lesen. Wenn man zum Beispiel jemanden mal in der U-Bahn gesehen hat, der einem besonders gut gefallen hat, kann man zum Beispiel auch Voloho benutzen. Ihr seid natürlich schon auch auf der Suche nach Geldgebern und da ist es als Start-up-Unternehmen gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wirklich Menschen anzulocken und auch euch kann man noch unterstützen. Reden wir auch gleich nochmal drüber, wie man das am besten machen kann, also mit kleinen Spendengeldern sozusagen, damit diese Seite wirklich noch weiter in der Entwicklung weiterkommt natürlich und noch viel, viel mehr erreichen kann. Jetzt machen wir eine kurze Pause und da zeigt Ihnen Stefanie Kralewski aus Sicht einer Hexe das Jahr 2017 mit ihrem Hexenkalender. In Steffis Hexenkalender für 2017 befinden sich mehr als 200 Ritualanleitungen. Und neben den genauen Mondständen auch zahlreiche Festtage, Rezepte für Räuchermischungen und vieles mehr. Neue Illustrationen und Zitate führen durch das ganze Jahr. Eine Woche auf einer Doppelseite mit Platz für persönliche Eintragungen und Termine. Der Kalender ist im A5-Format für nur 14,90 Euro, versandkostenfrei innerhalb von Deutschland. Bestellen Sie jetzt unter www.kartenlegen-berlin.de oder unter Telefon 030 956 19248.
2017, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man ist mit einer ganz anderen Energie in dieses Jahr gestartet, denn wir alle gucken auf den März, da ist es endlich da, das Sonnenjahr. Ob wir jetzt in der nächsten Zeit noch ein bisschen Trübsal blasen müssen oder ob wir die ersten Sonnenmonate schon irgendwie erahnen können, das weiß Michael Allgeier mit dem Blick in die Sterne. Mein Michael, wir haben uns ja dieses Jahr auch noch gar nicht gesprochen. Nein. Happy New Year. Ein gutes Neues dir auch. Ein gutes Neues. Wird's denn ein gutes Neues? Auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Die ganzen Belastungen der Vorjahre sind vorbei. Also das heißt zwar nicht, dass es jetzt keine Kriege und keine Unglücke und so weiter gibt. Gibt es natürlich immer. Aber es fehlen so schwere Belastungen wie letztes Jahr, etwa durch die Saturn-Neptun-Spannung am Himmel war und worunter doch viele Menschen gelitten haben. Also, das heißt, wir können ein bisschen sorgenfreier sozusagen oder mit mehr Leichtigkeit in dieses Jahr gehen und spüren es natürlich energetisch wahrscheinlich auch. Ja, es ist zumindest so, dass wenn wir eine Krise haben, hängt natürlich auch von der persönlichen Lebenssituation oder auch von den persönlichen Sternen ab, dann sind diese Krisen zumindest auch leichter zu bewältigen und schneller zu bewältigen, weil eben auch so diese ganz großen Widerstände fehlen. Und das ist wirklich die Chance dieses Jahres. Und wir haben ungewöhnlich viele günstige Jupiter-Winkel am Himmel. Und Jupiter steht ja genauso wie das Sonnenjahr, das hast du ja vorher im Vorspann so schön gesagt, ab März beginnt es, steht ja auch für Selbstverwirklichung, Entfaltung. Und insofern dürfen wir uns auf dieses Jahr wirklich freuen und sollten uns auch für dieses Jahr wirklich große Ziele vornehmen. Ja, also ich habe schon dieses Gefühl, also ich fand auch Silvester war so ein ganz besonderes Silvester, stand sehr viel Liebe in der Luft. Also ich hatte dieses Gefühl, irgendwie die Menschen waren gut drauf, es war überall irgendwie eine schöne Atmosphäre. Und ich sehe gerade Liebe im Jahr 2017. Also ist es ein liebevolles Jahr und ist es vielleicht auch ein Jahr, wo man sagt, naja, vielleicht trifft man die Liebe oder die Liebe entwickelt sich nochmal neu oder es ist das Jahr, das unter dem Zeichen Liebe steht. Wir sprechen ja immer astrologisch von der Zeitqualität und die Zeitqualität hat für uns Chancen, die wir nutzen können oder nicht. Aber was toll ist, eben 2017, es ist noch bis zum 10. Oktober, also bis Anfang Oktober, befindet sich Jupiter, der Planet, den die alten Astrologen eben als das große Glück bezeichnet hatten, in der Waage. Und Waage ist das Zeichen der Liebe, der Partnerschaft, des Zusammenfindens, des Miteinanders. Und das ist schon mal ein sehr großartiges Vorzeichen für Liebe. Deshalb glaube ich auch, dass es 2017 sehr viele große und prunkvolle Hochzeiten geben wird. Es ist ein Jahr, das gerade dazu motiviert, sage ich mal. Und wenn man jetzt auf die Venus schaut, die Herrscherin der Waage, also Venus herrscht über die Waage, über das Zeichen Waage, die steht seit 3. Februar bereits im Widder. Und das ist jetzt nun ganz ungewöhnlich, bis zum 6. Juni, nur mit einer kurzen Unterbrechung im April, steht sie aufgrund ihrer Rückläufigkeit im Widder, bleibt sie im Widder in diesem Frühlingszeichen. Wir haben also allein schon im Frühling, was die Liebe betrifft, ein gewaltiges Erwachen. Venus im Widder gilt als sehr feurig, sehr leidenschaftlich. Ja, man kann vielleicht damit rechnen, es ergeben sich viele neue Beziehungen, vielleicht werden aber auch viele alte getrennt, die nicht so gut sind. Auf jeden Fall ist es eine unglaublich leidenschaftliche Zeit, die jetzt schon begonnen hat. Ich glaube, dass es uns allen ganz gut tut, ne? Wenn wir dann von dir auch mal diese schönen Worte hören. Du hast es ja zu Beginn auch gesagt, natürlich wird es kein Jahr sein, wo es ohne Schicksalsschläge, da werden wir nicht dran vorbeikommen. Es wird mit Sicherheit auch das ein oder andere Unheil, Unglück passieren. Aber ich glaube, wenn wir alle stark sind und wenn wir energetisch alle gut zusammenhalten, dann kann es das Jahr der Liebe werden. Und das, finde ich, ist schon eine ganz schöne Geschichte, wenn wir auf 2017 blicken. Und das sollten wir auch immer hochhalten, denn ich glaube, die größten Gefahren für unsere Zeit ist jetzt nicht unbedingt der Terrorismus und diese ganzen oder Kriege, vor denen wir Angst haben, sondern es sind tatsächlich unsere Ängste, es ist die Einsamkeit, die Schwermut, die viele Menschen haben. Und darin sehe ich die viel größeren Gefahren. Und diesbezüglich gibt dieses Jahr Hoffnung.
Ja, mal wieder auf die anderen zu gucken, mal wieder auf den Nächsten zu achten. Und das ist wirklich etwas ganz Wunderbares, was wir uns alle vornehmen sollten. Und ich habe wirklich so diesen Trend in diesem Jahr so rausgehört, dass viele sich vorgenommen haben, sich auch mal wieder ein bisschen mehr wertzuschätzen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Vornehmen. Denn nur wenn ich mich natürlich auch wertschätze, dann kann ich die anderen auch wertschätzen. Ja, ein ganz wichtiger Trend, der in diesem Jahr, in diesem Sonnenjahr wirklich endgültig zum Durchbruch kommen sollte. Also wie gesagt, die Selbstverwirklichung steht oben an und dazu gehört natürlich auch die Wertschätzung und auch die Bereitschaft, auf eigene Stärken zu bauen. Also viele Menschen trauen sich ja auch Dinge gar nicht zu, die zu denen sie vielleicht fähig wären. Also die eigenen Talente und Fähigkeiten auch zu entdecken und die auch zu leben, das gehört alles zu diesem Jahr. Ja, ein Neujahrsvorsatz, den man 2017 wirklich gut umsetzen kann. Mein lieber Micha, vielen herzlichen Dank. Freue mich ja immer, wenn wir miteinander plaudern. Lass es dir gut gehen. Liebe Grüße nach Hause und wir hören uns bald wieder. Bis demnächst. Schöne Sendung noch. Bis dann, Michael Allgeier. Und Sie wissen, auch ihn können Sie natürlich finden im Internet. Und gucken Sie ruhig mal vorbei, wenn Sie sich mit mehr Astrologie auseinandersetzen wollen. Denn das Astrokolleg, das kann man wirklich an dieser Stelle nur weiterempfehlen. Sie können natürlich weiter auch andere Ratschläge annehmen von unseren Beratern, von unserem Partner Questico. Und Sonja Lappesen, die gehört dazu. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Lappesen. Lebensberatung ist neue Sicht und Handlungsweisen zu entdecken. Hinter jedem Problem, was Sie gefangen hält, verbirgt sich die Chance. Meine Ziele in der Beratung sind positive Veränderungen. Ich erkenne Hintergründe und Zusammenhänge. Ich helfe Menschen, ihren Gefühlszustand zu verbessern und ihr Ziel zu erreichen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ausgebrannt fühlt, dann haben wir heute etwas ganz Besonderes für Sie. Ich habe gehört, man hätte es vorhin gar nicht gehört, was wir heute anbieten können, weil das Mikrofon mir aus der Hose gefallen ist. Also nochmal, spirituell und ausgebrannt, das ist unsere Tagesverlosung heute für Sie. Und dieses tolle Buch, das können Sie gewinnen. Eine Frage müssen Sie beantworten, nämlich wie heißt der Newsletter von Reza Memari? A, Letter to Go oder B, Voloho. Rufen Sie uns an. Sie kennen die Telefonnummer aus Deutschland 01379881404, aus Österreich und der Schweiz die 09010501900. Schnell zum Telefonhörer greifen und dann ist dieses Buch vielleicht das Ihrige. Reza Memari, Voloho, das ist die Seite, die aber auch Unterstützung braucht. Denn ich sage immer, es ist ja toll, wenn junge Menschen tolle kreative Ideen haben und wir alle sind ja in einer Generation oder in einer Welt, wo wir gerne umsonst Ratschläge möchten. Aber so ganz umsonst funktioniert es ja nicht, weil mit solchen Seiten ja trotz alledem Kosten auch verbunden sind. Und ihr seid gerade dabei, auch Gelder einzusammeln. Wie kann man euch unterstützen? Genau, also wir möchten eine neue Version unserer Newsletter auf die Welt bringen und diese Entwicklung stellte sich halt doch recht kostspielig heraus und dadurch, dass wir halt, wie vorhin erwähnt, so gut wie keine Einnahmequelle haben, außer diese paar Euro, sage ich jetzt mal, die wir über die Stellenanzeigen verdienen, haben wir gedacht, wir gehen an unsere Community ran und die ist ja über 34.000 Mensch groß und machen einen Aufruf sozusagen auf Start Next, dieser Crowdfunding-Kampagnen-Webseite, uns zu unterstützen bei unserem Vorhaben. Das heißt, jeder, der bei Voloho ist, der sollte mal bei Start Next vorbeischauen und kann euch im Grunde genommen ja wirklich mit ein paar Euros, wenn jeder ein bisschen was gibt, dann kann man da wirklich ein Feuerwerk explodieren lassen und dann hat jeder so seinen Nutzen, weil auch die Nutzer haben ja den Nutzen davon, dass dass die Seite weiterentwickelt wird und immer mehr verbessert wird. Genau, also unsere Finanzierungsschwelle, das Minimum, was wir erreichen müssen, liegt bei 15.000 Euro. Um mit dem Update oder mit der Entwicklung starten zu können, beginnen zu können. Das heißt also tatsächlich, wenn wir jetzt mal 30.000 User nehmen, wenn jeder nur 50 Cent geben würde, dann wären 15.000
ziemlich schnell ja, drin. Also ich bin mir auch sicher, dass jeder bereit wäre. Aber für viele ist es eben manchmal auch wirklich der große Aufwand zu sagen, wegen 50 Cent mache ich doch jetzt keine Überweisung. Aber es ist heutzutage so schnell möglich mit PayPal, mit allen möglichen Mitteln, dass man wirklich auch 50 Cent tun jedem gut. Also auch Kleinvieh macht Mist, das ist einfach absolut mal so. Und ihr freut euch natürlich auch über jedes Kleinvieh, das vielleicht reinkommt, damit ihr einfach an dieser Seite weiterarbeiten und könnt. Ja, und für uns ging es ja von Anfang an immer nur um wirklich um dieses Helfen, gegenseitige Helfen. Ich möchte mit meinem Woloho auch helfen. Und ich sehe halt das ein bisschen auch als, ja, uns helfen. Also, dass die Community auch zurückkommt und sagt, vielen Dank. Mhm. Und hier sind meine, keine Ahnung, 50 Cent oder 2 Euro oder 5 Euro. Ja, ihr habt da so, 10 Euro. Ja, es ist auch schön, mal auf der Seite wirklich vorbeizugucken. Ihr habt da auch so lustige Funfacts, die man sich angucken kann zum Beispiel. Und da kommen wir auch schon wieder so ein bisschen in die Spiritualität. Denn hier steht zum Beispiel, dass über 400 Stunden Meditation pro Jahr schon über Woholo dann im Grunde genommen zusammengekommen ist. 6.800.000 Kalorien im Jahr verbrannt worden sind. Happiness 99,9%, die ihr verströmt habt. Und ja, ihr habt über 60 Liter Tee im Jahr getrunken. Und mehr. Und ja, mehr. Wohin soll die Reise gehen? Also wie gesagt, wenn wir jetzt dieses Start Next, wenn wir unser Update finanzieren könnten, wäre ich sehr froh, weil dieses Update den Usern vor allem das Leben sehr viel leichter machen wird. Wir werden viel schneller an Leute rankommen können und viel besser helfen können. Mhm. Man kann auch dann über sein Handy die Letter benutzen und weiterleiten und so weiter und so fort. Das ist für mich das große Ziel für 2017, Woloho zu verbessern. Ja, und ich finde ja so Kontaktanzeigen zu lesen auch immer echt spannend und auch mal sich trauen, eine selber aufzugeben, wenn man zum Beispiel wirklich auch auf der Suche ist, wenn man Sachen machen möchte. Also ich habe vorhin ja auch ein bisschen drin rumgeschmuggelt und habe dann ja auch gelesen, dass es Menschen gibt, die suchen Freundschaften, die suchen Menschen, die sie begleiten zu Ausflügen, aber die verkaufen auch Betten. Also es ist so richtig schön Kleinanzeigen, wo man wirklich so ein bisschen mal stöbern kann und auch ja vielleicht das ein oder andere für sich selber entdeckt. Für dich kommt ja eh dieses Jahr 2017, aber das muss du ja gerade bei Michael Allgeier genossen haben, dass es ein so gutes Jahr wird, denn es wird ein aufregendes Jahr für dich. Mhm. Auf der einen Seite, was Woloho natürlich auch die Unterstützung anbelangt, auf der anderen Seite Berlinale in Berlin steht an. Du als Filmemacher hast deinen ersten Film auf der Berlinale, den du vorstellen darfst. Da. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also 2017 ist für mich bisher ein Traum im Sinne des Jupiters. Also wirklich ziemlich schön. Mhm. Was ist es für ein Film, den man sich angucken kann für die Berliner? Wie kann man dich da unterstützen, dass man bei der Berlinale, aber vielleicht auch nach der Berlinale ins Kino geht? Genau, absolut. Der Film heißt Überflieger. Ist ein Animationsspielfilm. Ich habe das Drehbuch geschrieben und Co-Regie geführt. Hauptregisseur war Tobi Genkel. Und es geht um einen kleinen Spatz, der glaubt, dass er ein Storch ist. Ach, was für eine nette Geschichte. Ja. Und, so ein bisschen Findet Nemo-mäßig? Also muss man sich das so animationsmäßig vorstellen? Genau, es ist so ein bisschen ein Roadmovie, wie ein kleiner Spatz versucht, auf eigene Faust nach Afrika zu kommen, um seine Storcheneltern dort zu finden. Ja, und da musst du immer sagen, auch der Film hat lange gebraucht, bis er zu Ende gestellt worden war. 10 Jahre hast du dran gesessen. Ja, vor und nach 10 Jahren hatte ich die Idee. 3 Jahre hat die Produktion gedauert und guck genau, jetzt und ist er jetzt ist fertig. Der Zeitpunkt und das Schöne ist, im Sonnenjahr, kurz vor dem Sonnenjahr, die Lorbeeren dann dafür zu kassieren im Grunde genommen. Und wenn tatsächlich jetzt Richard ein Erfolg werden sollte, weltweit kommt er ins Kino und wenn dann auch tatsächlich dieses Start Next Vorhaben auch erfolgreich werden sollte, dann bin ich wunschlos glücklich. Also ich drücke fest die Daumen, denn es ist im Leben immer so und ich glaube, das weiß jeder, wir können dieses Sonnenjahr nutzen und wir können die Erfolge feiern, wenn wir halt die Dinge auch angehen und da helft ihr natürlich auch mit Woloho, das heißt, wenn man auf der Suche ist nach vielleicht einer neuen Wohnung, weil ja, man es in der alten nicht mehr aushält, dann kann man ja Dinge ändern. Man hat jetzt zum Beispiel auch ein Portal, wo man sagt, neuer Job, neue Wohnung, neue Liebe, Woloho. Und ich sage halt auch immer, wir toller Werbeslogan, oder? Danke. Ich sage halt immer, wir haben jetzt 5 Jahre geholfen und jetzt
jetzt ist es sozusagen Zeit, dass man auch uns vielleicht hilft bei dieser Startnext-Sache, wenn man möchte. Ja, und man muss nicht mal Abonnent sein, jeder kann helfen. Nein, auf dieser Seite geht es um Nächstenhilfe und gerade ja, eure Abonnenten, selbst die, die kein Abonnent sind, können im Grunde Hilfe anbieten und dann wirklich ein tolles Projekt finanzieren oder unterstützen. Ich würde mich freuen. Resa, vielen herzlichen Dank, das war sehr interessant, das war sehr spannend. Toi, 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 auch für die Berlinale, Überflieger, der Film, der hoffentlich auch irgendwann mal ein großer Erfolg wie Findet Nemo werden wird. Ich hoffe. Dann kann ich immer sagen, Resa Memari, der war damals noch im Studio, hat über die Überflieger hier bei uns geredet. Toll. Ja. Jetzt haben wir noch einen weiteren Tipp für Sie, unser Tipp des Tages. Und da geht es auch um sehr, sehr schöne Schmuckstücke. Ach nee, erst die Jahresverlosung, die Monatsverlosung, genau. Ich bin aber heute ein bisschen durcheinander. Diese wunderbaren Chakrentassen, die können Sie gewinnen. Sie wissen, 7 an der Zahl für jedes Chakra die richtige Tasse. Und Sie können morgens entscheiden, welche Tasse, welchen Tee Sie aus diesen Tassen trinken wollen. Teilen, liken und kommentieren Sie bitte dieses Foto auf unserer Facebook-Seite. Und aus all den Kommentaren, die abgegeben worden sind, werden wir Ende Januar, Anfang Februar den Gewinner auslosen. Also schön mitmachen und sich dann vielleicht auch über den Gewinn freuen. Jetzt haben wir aber den nächsten Tipp für Sie. Da geht es nämlich wirklich um wunderbare Produkte. Und ja, lassen Sie sich einfach mal inspirieren vom Tipp des Tages. Juvelo hat das Ziel, hochwertigen Edelsteinschmuck zu einem bezahlbaren Luxus für jedermann zu machen. So schön Silber, Gold und Platin auch glänzen mögen, die volle Wirkung entfalten Edelmetalle doch erst zusammen mit funkelnden Edelsteinen. Bei Juvelo erhalten Sie Edelsteinschmuck mit atemberaubenden Steinen aus allen Teilen der Welt zu unschlagbar günstigen Preisen. Dank eigener Manufaktur und erfahrener Edelsteinkäufer, die auf allen wichtigen Edelsteinmärkten der Welt oder direkt in den Abbaugebieten für Sie unterwegs sind, kann Juvelo viele Zwischenhändler aussparen, die den Preis sonst nur unnötig in die Höhe treiben. Bleiben Sie jetzt dran und lassen Sie sich auf eine Reise in die Welt der Edelsteine und des schönen Schmucks entführen. Begrüßen Sie jetzt unsere Gastgeberin Jeanette Sachse. Sie ist seit Jahren für Juvelo tätig und niemand kennt sich mit hochwertigem Schmuck besser aus als sie. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Juvelo. Ich freue mich sehr, dass wir Ihnen heute einen kleinen Einblick in unsere Schmuck- und Edelsteinwelt ermöglichen können. Und da habe ich unseren Experten Thomas eingeladen. Thomas weiß alles über unsere Produktion, über die Herstellung unserer Schmuckstücke. Aber vielleicht erst mal ganz von vorne angefangen. Erzähl doch den Zuschauern erst mal, was ist denn Juvelo? Oh, das ist ganz einfach. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Jeanette. Ja, Juvelo ist ein Juwelier mit aber einer eigenen Herstellung und eigenen Fertigung. Der Unterschied ist, wir vertreiben unseren Schmuck nicht in Ladengeschäften, sondern eben übers Fernsehen und übers Internet. Aha, und wir haben also für Sie, liebe Damen und Herren, etwas ganz Besonderes heute mitgebracht, ganz exklusiv. Und zwar möchten wir Ihnen gerne unser Buch schenken, Die Welt der Edelsteine. Das ist ein richtig schönes, ja, Sach- und Fachbuch, kann man eigentlich sagen, aber ohne, dass das so dröge trocken ist. Du kennst ja den Autor persönlich. Das ist richtig. Ich kenne Gavin Linzel seit vielen, vielen Jahren. Er ist ein bekannter Gemologe und Edelsteinkundler. Und Gavin hat gesagt, ich möchte ein Buch schreiben, aber ich möchte eben kein Lexikon, kein weiteres Fachbuch schreiben. Also hat er gesagt, ich möchte ein Lesebuch schreiben, das interessant ist, das ein paar Anekdoten aus seinem persönlichen Erleben erzählt, das sich mit Mythen aus der Antike beschäftigt, mit dem Erleben von Edelsteinen bei Prominenten. Und er hat gesagt, er kombiniert das mit dem Fachwissen und macht ein spannendes Lesebuch daraus. Ja, also wenn Sie möchten, dann können Sie sich das jetzt auch kostenlos zuschicken lassen. Wirklich vollkommen risikofrei, einfach geschenkt, ein bisschen zum Nachlesen und vielleicht, um auch so ein bisschen auf den Geschmack zu kommen. Denn ja, warum ist denn das Einkaufen bei Juvelo so ein großer Vorteil für die Zuschauer? Naja, wenn man Juvelo mit normalen Schmuckhändlern vergleicht, dann sind wir deutlich günstiger. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen ist da unser Netzwerk an Edelsteineinkäufern, die wirklich überall auf der Welt präsent sind und exklusiv für uns arbeiten.
arbeiten. Wir haben Einkäufer auf allen Kontinenten der Welt, in Südamerika, in Afrika, in Asien, die wirklich gute Deals für uns an den Minen heraushandeln und eben nur für uns arbeiten. Und der zweite Grund ist unsere eigene Fertigung. Wir fertigen in Chantaburi in Thailand. Das ist ungefähr 3 Autostunden von Bangkok entfernt. Thailand ist wahrscheinlich den meisten unserer Zuschauer als sehr, sehr schönes Reiseland bekannt mit einer sehr freundlichen Kultur. Und für uns ist es eben aufgrund der reichhaltigen Erfahrung vor Ort genau der richtige Standort gewesen, um zu sagen, hier eröffnen wir unsere Fertigung, denn in Thailand gibt es wirklich sehr, sehr viel Erfahrung rund um das Thema Edelsteine und Schmuckverarbeitung. Ja, also das alles steht auch in unserem Buch, Die Welt der Edelsteine. So ein bisschen was über uns, natürlich auch sehr, sehr viel Allgemeinwissen zu Schmuck und Edelstein. Und das Buch, das schenken wir Ihnen einfach gratis. Wenn Sie möchten, rufen Sie gerne jetzt an und dann schicken wir Ihnen das sehr, sehr gerne risikolos zu. Und das Schöne ist natürlich auch, dass Chantaburi selbst sogar auch Edelsteine produziert. Da gibt es doch Minen, die sind ganz in der Nähe von Chantaburi. Was findet man da für Edelsteine? Hauptsächlich Saphire und Rubine, aber auch sehr, sehr spezielle Edelsteinvarietäten wie zum Beispiel Sternsaphire. Und das sichert für uns eben den Umstand, dass wir auch komplizierte Steine wirklich vor Ort verarbeiten können, weil die Experten eben genau dort angesiedelt sind. Wow, fantastisch. Also das sind wirklich so viele tolle Informationen. Und wenn Sie ein bisschen neugierig geworden sind, dann rufen Sie gerne an. Wir haben Ihnen dieses Buch Die Welt der Edelsteine heute einfach als Geschenk parat gelegt. Und das Schöne ist, wir werden gleich noch mehr über die Edelsteine erfahren, die es bei Juvelo gibt. Bleiben Sie bitte dran. Dir erstmal vielen Dank und bis gleich. Juvelo hat neben einzigartigen Schmuckstücken aus eigener Produktion auch exklusiv die Kollektion der kanadischen Designerin Cat Florence mit im Programm. Bei den einzigartigen Schmuckstücken verschmelzen höchste Handwerksarbeit und seltene Edelsteine zu glamourösen Kunstwerken. Elegantes Design ist der Künstlerin dabei ebenso wichtig wie die Verarbeitung sehr seltener und hochwertiger Materialien. Das ist auch der bekannten Hollywood-Schauspielerin Sarah Jessica Parker aufgefallen. Sie steht wie keine andere für Glamour und Design. Sie wirken so einzigartig, geradezu wie Unikate und tief und satt. Sie sind echt eine große Sache. Juvelo hat das Ziel, hochwertigen Edelsteinschmuck zu einem bezahlbaren Luxus für jedermann zu machen. So schön Silber, Gold und Platin auch glänzen mögen, die volle Wirkung entfalten Edelmetalle doch erst zusammen mit funkelnden Edelsteinen. Dank eigener Manufaktur und erfahrener Edelsteineinkäufer, die direkt in den Abbaugebieten für Sie unterwegs sind, erhalten Sie Edelsteinschmuck mit atemberaubenden Steinen zu unschlagbar günstigen Preisen. Statt sich nur auf Diamant, Saphir, Smaragd oder Rubin zu begrenzen, bietet Juvelo.de Ihnen auch selten gehandelte und exklusive Highlights wie Demantoid, Sultanit, Savorit oder Capelin-Jasphen an. Und auch diese schon ab 19 Euro. Sogar Tansanite, die 1000-mal seltener sind als Diamanten, führt Juvelo.de zusammen mit einigen anderen Steinen wie Aquamarin, Smaragd, Ceylon-Saphir oder die begehrten Paraiba-Turmaline in der besonders wertvollen Dreifach-A-Qualität. Gehen Sie jetzt auf juvelo.de und überzeugen Sie sich selbst. Wenn Sie jetzt gleich bei juvelo.de bestellen, erhalten Sie einen praktischen Ringgrößenermittler, ein Reinigungstuch für Ihren Schmuck, das aktuelle Juvelo-Magazin und das Buch Die Welt der Edelsteine. Plus einem schönen Poster, völlig gratis. Und bedenken Sie, Edelsteine sind ein natürliches Gut, welches nicht in unbegrenzter Menge verfügbar ist. Von daher sichern Sie sich gleich Ihr persönliches Schmuckstück auf www.juvelo.de. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie dran geblieben sind. Thomas hat uns ja gerade schon so ein bisschen was über unsere Herstellungen in Chantaburi in Thailand erzählt, über unsere Schmuckstücke. Aber ich würde gerne noch so ein bisschen mehr über verschiedenste Edelsteine erfahren. Erzähl doch mal, was sind so deine Lieblingsedelsteine? Was kannst du uns dazu noch erzählen? Oh, Janet, das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage, denn Lieblingsedelstein, das hängt natürlich von deinem Expertenlevel ab. Ja? Also guck mal, die meisten Zuschauer, so wie sie im Moment vorm Fernseher sitzen, sie kennen wahrscheinlich Diamanten, sie kennen Rubine, sie kennen Smaragde, vielleicht kennen sie sogar Saphire, aber je weiter man in die Materie einsteigt, desto mehr lernt man, die Welt der Edelsteine ist eine sehr, sehr vielfältige Welt. Ja? Einer der ersten Steine, die Sie kennenlernen werden, ist der Turmalin, ein sehr, sehr farbvielfältiger Stein. Oder du nimmst den Stein von unserem Buchcover. Ja? Das ist ein Kunzit, der zeigt wunderschöne Fliedertöne, ein Stein, den wir aus Afghanistan bekommen. Also die Antwort
Antwort auf diese Frage verändert sich eben mit der Expertise, die man durch das Buch von Gavin Ninzer gewinnt. Und das Tolle ist, das bekommen Sie wirklich vollkommen risikofrei und absolut kostenlos zugeschickt. Rufen Sie uns einfach an, denn wir verstehen das und möchten natürlich erstmal, dass Sie uns kennenlernen. Und ich glaube, in dem Buch, da wird man so ein bisschen neugierig eben auch, was du schon gerade gesagt hast, auf mehr als Rubine, Saphire, Smaragd und Diamanten, die eigentlich jeder kennt. Aber wie sieht es zum Beispiel aus mit so ganz außergewöhnlichen Edelsteinen wie Andalusit? Magst du sowas auch? Ja, Andalusit ist einer meiner Lieblingsedelsteine. Ich mag das sehr, sehr gern, dass er gleichzeitig diese grünen Waldtöne und auch diese warmen Erdtöne zeigen kann. Du siehst also je nach Betrachtungswinkel immer alle Farben, aber in einem unterschiedlichen Spiel. Und das ist eben das Besondere, was wir wirklich bieten können, dass wir die Möglichkeit haben, sie wirklich zu absoluten Edelstein-Experten zu machen, wenn wir sie durch unser Buch führen und auch durch unsere Website führen, durch unser Programm führen. Und dann lernt man auch ganz viele andere Dinge. Man lernt etwas über besondere optische Effekte von Edelsteinen zum Beispiel. Ja? Also du lernst im Buch ganz viel über Dispersion. Ja, das ist ein Effekt, der das Licht in seine Spektralfarben aufspaltet. Und wir kennen das vom Diamanten. Und die wenigsten wissen, dass Farbedelsteine wie der Sphen, den wir hier sehen zum Beispiel, das auch ganz, ganz wunderbar können. Fast noch besser als der Diamant. Und all das bringt einem das Buch eben bei. Ja, und wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben, das Buch, das Thomas gerade beschreibt, das gibt es für Sie heute exklusiv vollkommen kostenfrei, risikofrei. Denn das schenken wir Ihnen gerne. Ja, einfach so als ganz kleinen Teaser. Vielleicht, Sie können sich das erstmal durchlesen und Sie bekommen das Schmuckpflegetuch und auch unseren Ringgrößenermittler mit dazu. Und wenn man jetzt so ein Schmuckstück verschenken möchte zum Beispiel, dann gehen Sie da auch kein Risiko ein, denn Sie haben immer das 14-tägige Rückgaberecht bei uns. Das ist ganz wichtig, denn auch da sollen Sie die Sicherheit haben, Sie haben kein Risiko, wenn Sie bei uns etwas einkaufen. Und ich meine, verschenken ist ein guter Anlass, aber ganz ehrlich, also ich trage den Schmuck auch gerne selber. Das ist auch absolut richtig. Natürlich sind Geschenke immer toll, aber Juvelo ist natürlich hauptsächlich dazu da, dass Sie sich selbst etwas gönnen. Und dabei ist es eigentlich nebensächlich, um was es Ihnen geht, ob es darum geht, für ein großes Dinner oder eine große Party den Ausgehschmuck zu finden, vielleicht mit Rubinen oder Smaragden, oder ob es eben darum geht, ein Alltagsschmuckstück zu finden, das einem eben jeden Tag ein kleines Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und das ist das, was wir erreichen möchten. Und dabei haben Sie die Wahl, auf welchem Level Sie das tun möchten, mit welchen Edelsteinen Sie das tun möchten. Das ist uns wichtig. Wir möchten, dass Sie auch sagen können, ich möchte was ganz, ganz, ganz Besonderes haben, was es vielleicht nur an einem Ort der Welt gibt, so wie zum Beispiel Tansanite. Das ist ein ganz, ganz seltenes Mineral, das wir nur wirklich an dieser einen Stelle der Erde in Edelsteinqualität finden. Ein Edelstein, der blau ist in seinem Grundton und den man vielleicht mit einem Saphir verwechseln könnte. Aber wenn man genauer hinsieht, dann sieht man eben Purpurtöne, man sieht Rottöne und lernt sehr, sehr schnell, nein, Moment, das muss ein anderer Edelstein sein. Und das ist das Tolle an Gavins Buch. Man lernt wirklich immer wieder etwas Neues. Ja, also das gibt wirklich nicht nur das Buch, sondern auch unser Schmuckpflegetuch und unseren Ringgrößenermittler. Wir möchten Ihnen einfach so ein bisschen unsere Welt der Edelsteine so ein bisschen zugänglicher machen. Und falls Sie gerade erst eingeschaltet haben, ja, Juvelo, was ist das eigentlich? Gibt es nur Edelsteine oder das Ganze auch in Schmuck? Erzähl das doch mal ganz kurz. Es gibt die Kombination aus genau den beiden Dingen, die du gerade genannt hast. Es gibt nur Edelsteinschmuck. Ja, wir machen keinen reinen Metallschmuck oder irgendwas mit künstlichen Edelsteinen, sondern nur Edelsteinschmuck. Aber wir verkaufen auch keine losen Edelsteine, sondern wir sagen, es soll eben mein ganzes Schmuckstück sein. Und zwar in jeder Preislage, in jeder Varietät. Und wir wollen wirklich jeden erreichen, der sich an echtem Edelsteinschmuck wirklich erfreuen kann. Und das können Sie eben auf verschiedenen Wegen tun. Wir machen das im Fernsehen und auch im Internet. Also Sie können unseren Webshop besuchen auf www.juvelo.de und können sich dort auch durchs Thema führen lassen, können sich belesen lassen. Und ansonsten können Sie gern unsere kostenfreie Rufnummer anrufen und sich auch von den Kollegen in unserem Kundenservice beraten lassen. Also ich finde, du hast das super zusammengefasst und ich möchte mich bei Ihnen ganz recht herzlich bedanken und bei dir natürlich auch. Denn ja, ich finde, das war ein kleiner, kurzer, schöner Einblick. Ich hoffe, Sie rufen an und holen sich Ihr persönliches Willkommenspaket ab. Das gibt es, wie gesagt, vollkommen risikofrei und geschenkt für Sie. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und danke dir, Thomas. Sehr gern. Auf Wiedersehen. Juvelo hat neben einzigartigen Schmuckstücken aus eigener Produktion auch exklusiv die Kollektion der kanadischen Designerin Cat Florence mit im Programm. Bei den einzigartigen Schmuckstücken verschmelzen höchste Handwerksarbeit und seltene Edelsteine zu glamourösen Kunstwerken.
Elegantes Design ist der Künstlerin dabei ebenso wichtig wie die Verarbeitung sehr seltener und hochwertiger Materialien. Das ist auch der bekannten Hollywood-Schauspielerin Sarah Jessica Parker aufgefallen. Sie steht wie keine andere für Glamour und Design. Sie sind absolut makellos, was einfach fantastisch ist. Sie sind super, super brillant und weiß. Juvelo hat das Ziel, hochwertigen Edelsteinschmuck zu einem bezahlbaren Luxus für jedermann zu machen. So schön Silber, Gold und Platin auch glänzen mögen, die volle Wirkung entfalten Edelmetalle doch erst zusammen mit funkelnden Edelsteinen. Dank eigener Manufaktur und erfahrener Edelsteineinkäufer, die direkt in den Abbaugebieten für Sie unterwegs sind, erhalten Sie Edelsteinschmuck mit atemberaubenden Steinen zu unschlagbar günstigen Preisen. Statt sich nur auf Diamant, Saphir, Smaragd oder Rubin zu begrenzen, bietet juvelo.de Ihnen auch selten gehandelte und exklusive Highlights wie Demantoid, Sultanit, Savorit oder Capellin-Jasphen an. Und auch diese schon ab 19 Euro. Sogar Tansanite, die 1000 Mal seltener sind als Diamanten, führt juvelo.de zusammen mit einigen anderen Steinen wie Aquamarin, Smaragd, Ceylon-Saphir oder die begehrten Paraiba-Turmaline in der besonders wertvollen Dreifach-A-Qualität. Gehen Sie jetzt auf juvelo.de und überzeugen Sie sich selbst. Wenn Sie jetzt gleich bei juvelo.de bestellen, erhalten Sie einen praktischen Ringgrößenermittler, ein Reinigungstuch für Ihren Schmuck, das aktuelle Juvelo-Magazin und das Buch Die Welt der Edelsteine. Plus einem schönen Poster, völlig gratis. Und bedenken Sie, Edelsteine sind ein natürliches Gut, welches nicht in unbegrenzter Menge verfügbar ist. Von daher sichern Sie sich gleich Ihr persönliches Schmuckstück auf www.juvelo.de. So, jetzt geht's gleich weiter bei Astro TV mit Katrin Knopp. Freuen Sie sich drauf, wir sehen uns morgen wieder. Spruch des Tages, gucken wir noch mal kurz drauf. Kleine Taten, die man ausführt, sind besser als große, die man plant. Ja. Haben wir heute, glaube ich, auch schon so halbwegs erwähnt. In diesem Sinne, 17 Uhr, Gabriele Iosetta. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns morgen wieder. 14 Uhr, nicht verpassen. Bis dahin. Tschüss. Und tschüss. Baba. Servus. Bussi. Baba. Fetti. Tschüss. Arrivederci.